und schon geht der nächste. Die CDU verschleißt ihre Vorsitzenden inzwischen in einem Tempo, das man zeitweise eher von der SPD kannte. Seit gerade einmal 9 Monaten steht CDU-Chef Armin Laschet an der Spitze der Partei. Nun ist der gescheiterte Kanzlerkandidat nur noch ein Vorsitzender auf Abruf. Wir haben seit 2018, seit dem Rückzug von Angela Merkel als Parteivorsitzende, eine andauernde Personaldebatte erlebt. Immer gegeneinander, immer in wechselnden Besetzungen. Und wir wollen diesmal einen anderen Weg gehen. Wir wollen einen Weg des Konsenses gehen. Und jeder ist auch klug, sich jetzt daran zu halten. Seine letzte große Aufgabe als CDU-Chef sieht Laschet nun darin, eine personelle Neuaufstellung einzuleiten. Seine Unterstützer hatten anfangs noch auf seine große Integrationskraft verwiesen, die ihn für den Kanzlerjob prädestiniere. Doch Laschets Befürworter in der CDU wurden bereits vor der Wahl immer weniger. Der Kanzlerkandidat stolperte zunehmend einsam durch den Wahlkampf. Von Vorteil war auch nicht, dass er für viele CDU-Anhänger ein Kandidat zweiter Wahl war, hinter CSU-Chef Markus Söder. Aus dem Machtkampf mit Söder um die Kanzlerkandidatur trug Laschet Blessuren davon. Zudem wurde der CDU-Politiker auch das Opfer einer verfehlten Wahlkampfstrategie seiner Partei. Zu spät merkten die Konservativen, dass das unter Angela Merkel erfolgreich erprobte Wahlkampfmodell nicht aufging. Wenig Inhalte, möglichst nicht polarisieren. Laschets Kandidatur kollabierte und hinter ihm wurde eine inhaltlich entkernte Partei sichtbar. Wie geht es nun weiter für Laschet? Das Kanzleramt ist für ihn in weite Ferne gerückt. Was ihm bleiben wird, ist sein neu gewonnenes Bundestagsmandat als einer von 196 Unionsabgeordneten.